Hallo liebe Plüschis und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Star Stable Online. Ja, wir wollen uns heute nochmal mit ein paar Fossilien suchen beschäftigen. Mir fällt gerade auf, mein Mikro steht natürlich wieder viel zu weit weg. Also einmal den Computer rasch ein wenig zurückgeschoben, wenn das nicht so ganz funktioniert. Ja, jetzt funktioniert's. Steht das. So ist besser, so kann ich da auch gut rumgreifen. Ja, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ja, wir beschäftigen uns heute nochmal mit der Fossiliensuche. Dafür gehen wir ins Tal des verborgenen Dinosauriers. Ich weiß, Diamond Beauty ist für das Tal des verborgenen Dinosauriers vielleicht nicht ganz so die ideale Wahl. Weil ihr seht es hier oben nämlich schon. Ja, das kann ich jetzt auch lesen, Star Stable. Dann gehe ich mal eben auf WASD. Aufgrund der extremen klimatischen Bedingungen friert dein Pferd und bewegt sich daher langsamer. Manche Pferderassen kommen besser mit der Kälte zurecht. Und da Diamond Beauty ja ein Cheval de France ist, ist Diamond Beauty nicht so auf Kälte ausgelegt. Das heißt, sie friert. Und wir gehen jetzt mal nach unten und gucken, ob wir irgendwo ein paar Fossilien finden. Es hat sich ein bisschen was getan bei mir im Stall, aber auch nur ein bisschen. Und zwar habe ich am Wochenende ein wenig trainiert. Ja, ich habe am Wochenende ein wenig mit einem Pferd trainiert. Und das heißt, Silverkiss ist fertig mit dem Training. Und Silverhoof befindet sich aktuell bei uns im Stall. Sie ist diejenige, die jetzt trainiert wird. Und als nächstes ist dann ein anderes Pferd dran. Und ich habe gerade auf YouTube wieder eine Antwort bekommen von einer Abonnentin. Das kriege ich ja immer direkt aufs Handy. Und ja, dann wollen wir jetzt mal gucken, ob wir hier irgendwo eine archäologische Fundstätte bei uns in der Nähe haben. Was ist denn mit dir, Herzchen? Hier war doch auch immer eine. Die ist nicht aktiv. Wie sieht denn das mit hier oben aus? Und das hascht mich gleich. Hier sieht es auch schlecht aus. Dann reiten wir wieder, wie das letzte Mal, hinten auf den See. Ach ja. Ich komme ja nicht so schnell weiter. Ich versuche, die Folge so kurz wie möglich zu halten, weil ich auch jetzt gerade aktuell sehr wenig Zeit habe, da ich noch einiges zu tun habe. Und ja, ich hoffe, wir finden heute wenigstens irgendwelche Fossilien. Nicht, dass wir dann nachher stehen und so sagen, so toll, wo sind die Fossilien? Weil eigentlich, wenn ich nämlich jetzt mein Pferd mit allen Rennen komplett trainieren müsste, wäre ich jetzt schon wieder komplett hinten dran. Also das wäre super schwierig. Deswegen habe ich jetzt beschlossen, dass ich mich wenigstens am Wochenende versuche, abends, wenn ich vor dem Fernseher sitze, hinzusetzen und das Pferd zu trainieren und dann andere Sachen mache noch. Hier irgendwo war doch auch eins. Da hinten, ist das denn aktiv? Es sieht nicht so... Oh. Wir müssen jetzt, da wir da nicht drüber kommen, einmal hier drüber und dann einmal da drüber. Das mache ich im Rennen, wenn ich mit anderen Pferden reite, auch immer so, weil ich ansonsten da nicht rüberkomme. Das ist echt armselig. Ja gut, armselig jetzt nicht so direkt, aber es ist blöd. Oh, ist das euer Ernst? Kein einziges Fossilien-Dings ist aktiv? Toll, jetzt mache ich hier eine Folge, obwohl ich nur rumreite. Auch schön. Was ist denn mit dir, Stinky? Auch nicht. Das finde ich jetzt weniger toll. Isendell. Okay. Pff, muss ich nicht verstehen. Das sieht auch alles schlecht aus. Himmelgott, ey. Ich und die Fossilienjagd, ja, das ist ja so eine Sache, ne?
Ach ja. Wenigstens sehen wir es doch mal positiv. Wir machen dann wenigstens eine kleinen Ausritt mit Diamond Beauty durch einen kalten Ort. Wisst ihr, was ich jetzt mal mache? Ich reite jetzt mal oben auf das Skelett. Ich habe das damals herausgefunden und habe mich super mega gefreut. Was ich aber auch krass finde, ich habe nämlich jetzt am Wochenende mich noch was gemacht, anstatt nur hier. Ja, anstatt nur trainiert, das war jetzt nicht ganz so intelligent. Kommt man dann gar nicht mehr drauf? Ah, doch. Nein, nein, nicht runterfallen. Das wäre fatal. Ich reite mit euch auf einem Skelett rum. Dann kann ich auch gleich noch ein Foto von Diamond Beauty machen, wenn ich oben auf der Schnauze angekommen bin. Also laut. Oh. Das war jetzt nicht ganz so intelligent. Ja, das war mir jetzt mehr schlecht als recht. Aber das sieht doch auch gerade voll süß aus. Ich mach jetzt mal gerade schnell hier ein Foto. Ah, jetzt habe ich die Framezahl da unten drin. Das ist blöd. Nee, das mache ich mal wieder wann anders. Naja. Weil ansonsten habe ich hier unten nämlich die Framezahl drin und das ist nicht gut. Weil ich keine Framezahlen auf meinen Bildern haben wollte. Und jetzt mache ich nur Mist. Springen wir mal zwischen den Zähnen da durch und suchen weiter nach ein paar Fossilien und hoffen einfach, dass wir welche finden. Fossilien! Fossilien! Wo haben wir denn die alte Betty? Da ist die alte Betty. Kleiner Knochen, Skelettteil eines mystischen Dinosauriers. Das ist doch super. Ich wollte eigentlich auch nochmal nach Professor Jura reiten und nochmal da geguckt haben, was ich alles so brauche. Wir haben jetzt in der ganzen Folge genau eine Fundstätte gefunden. So, hier hinten war, glaube ich, meines Wissens auch noch irgendwo eine Fundstätte. Aber ich weiß nicht, ob die aktiv ist. Ist es das? Sieht ein wenig verstörend aus. Und ich habe eine WhatsApp-Nachricht, fällt mir. Da freut sich jemand. Ach ja. Da ist noch was. Es ist aber nicht aktiv. Jetzt versuche ich noch auf dieses Dings zu kommen. Auf diese. Da, guckt mal. Da glitzert mir was entgegen. Jetzt versuche ich gleich nochmal auf diese eine Insel da zu kommen. Wo auch das letzte Mal was gefunden hatte. Und wir haben wieder einen kaputten Zahn gefunden. Das ist Magic. Ach ja. Kind of Magic. Da oben die Insel habe ich nämlich gemeint. Da muss ich jetzt mal gucken, dass ich da hochkomme. Weiter als das komme ich nicht. Es ist ach, zum Kotzen. So. Genau, und da vorne irgendwo war ja auch noch eine Fundstätte. Hier ist auch wieder aktiv. Es freut mich sogar sehr, 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 dass ich mich jetzt hier drum kümmern kann.
Allerdings schon mal eine kleine Warnung vornherein. Es ist ja so, bald werden ja, falls einige von euch in der 10. Klasse sind, werden ja bald die zentralen Abschlussprüfungen geschrieben. Und das heißt, ich müsste langsam aber sicher mal ein bisschen ranklotzen. Das heißt, es kann vielleicht sein, dass auch mal hier und da mal ein paar Videos ausfallen werden. Und das würde sich dann in den nächsten 3 Jahren auch nicht ändern. Aus dem einfachen Grunde, dass ich selber jetzt nach meiner 10. Klasse Abitur machen möchte. Abitur. Ja. Ich und Abitur, das verträgt sich auch super. Nämlich nicht. Nein, ich möchte gerne Abitur machen und ich hoffe dann einfach, dass sie mich dabei auch ein wenig unterstützt. Dass ich dann auch ein wenig Unterstützung von euch bekomme und dass wir uns dann auch bald, dass ich dann nach meinem Abitur auch eine tolle Ausbildung anfangen kann, wenn ich dann Abitur habe oder vielleicht sogar studieren gehe, dann müsste ich vielleicht überlegen, sogar für ein paar Jahre mit YouTube aufzuhören. Aber es wird nicht weniger, Freunde. Kann ich darüber? Da kann ich nicht drüber, weil das wieder der eine See ist, wo ich mich so gewundert habe. So, da ich jetzt hier aktuell so nichts mehr finde, und wir haben ja wenigstens 3 Fundstätten gefunden. Und da komme ich nicht drüber, warum auch immer. Das hast du nicht. Das Spiel hasst mich. So, offiziell. Dann würde ich jetzt mal sagen, war es das an dieser Stelle auch schon wieder. Ich hoffe, das Video mit Diamond Beauty hat euch gefallen. Das ist das 2. Video mit Diamond Beauty nach ihrem Let's Buy vom Mittwoch. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch unterhalten. Ich liebe euch auch. EinhornTV minus Hörnchen, die mir unter das letzte Let's Buy geschrieben hat. Du bist mega toll. Ich fühle mich jetzt gar nicht geschmeichelt. Doch, natürlich. Ich muss sagen, ihr seid echt süß. Also, ihr seid super, super süß. Und ja, das hat mich so gefreut. Yay! So, ich hoffe, ich konnte euch unterhalten. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen den Tag verschönern. Und ja, liken und abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns dann bald wieder. Ciao, ciao.